Oh, Frex, ich bin fast eingeschlafen, aber wir haben die Stunde endlich geschafft. Ich sag dir ehrlich, Mathe war echt anstrengend. Oh Mann. Rexy, ich wollte noch auf den Spielplatz. Hast du Lust mitzukommen vielleicht? Auf den Spielplatz? Nee, heute nicht, Mann. Ich habe heute leider was Dringendes zu tun. Hä, was? Aber wir haben doch keine Hausaufgaben bekommen. Lass uns auf den Spielplatz gehen. Ja, aber ich muss noch meiner Mutter helfen. Ich komme später dazu, okay? Du musst deiner Mutter helfen? Bei was musst du denn helfen? Das kann ich dir leider noch nicht sagen. Das ist eine Überraschungsparty. Ey, aber was musst du denn helfen? Du, also, hä? Ja, ich muss eine Überraschungsparty planen. Du musst eine Überraschungsparty machen. Ja. Ja, okay, dann verstehe ich das natürlich. Okay, dann viel Spaß, Brexy. Ciao. Aber, hä, wo, Leute, wo läuft Brexy denn lang? Sein Haus ist doch da hinten. Und der guckt doch die ganze Zeit. Bitte, was guckt der so komisch? Okay, wir dürfen nicht so auffällig gucken, aber irgendwas stimmt nicht. Der verheimlicht mir doch irgendwas. Wo geht der denn lang, Leute? Das will ich jetzt wissen. Irgendwas stimmt da nicht. Okay, warte mal, wir schleichen uns. Wo läuft Brexy denn lang? Huh? Der wollte doch eine Überraschungsparty vorbereiten. Der darf uns nicht sehen. Wir verstecken uns hinter den Bäumen, Leute. Läuft der lang? Er geht da hoch. Was macht der da? Der darf uns nicht sehen, Leute. Okay, wir gucken doch mal ganz langsam. Was geht der hin? Was macht der da? Bitte, was? Er ist da reingegangen. Huh? Leute, irgendwas verheimlicht mir Brexy. Okay. Oh, das macht mir gerade echt ein bisschen Angst. Hä? Irgendwas stimmt da nicht, Leute. Brexy muss mir irgendwas verheimlichen. Aber ich habe da eine richtig gute Idee, Leute. Und zwar habe ich ja zu Hause eine richtig super ultimativ geheime Kiste. Und das zeige ich euch gleich. Da habe ich ganz viele Sachen, womit wir Brexy heute heimlich ausspionieren können. Ich würde sagen, ich zeige euch das mal schnell. So, endlich zu Hause angekommen, Freunde. Oh Mann. Aber was mache ich wegen Brexy? Das macht mir echt ein bisschen Angst. Aber ich zeige euch jetzt erstmal meine geheime Kiste. Das ist eigentlich perfekt. Und zwar seht ihr hier in meinem Haus, ich habe da so ein paar Fässer. Und wenn ich da mal reinschaue, guckt euch das an, Leute, was ich hier alles habe. Damit können wir Brexy heute richtig gut ausspionieren. Ich habe einmal Kameramonitore, womit ich in geheime Kameras schauen kann, die auf der kompletten Insel platziert sind. Dann haben wir einmal so ein Schrumpfgerät, mit dem wir uns richtig klein machen können. Wir haben einen Unsichtbarkeitstrank. Ich habe hier solche One-Way-Class-Blöcke. So, Leute, ich zeige euch das auch direkt. Und wenn ich diesen Block nämlich jetzt irgendwo hinmache, dann seht ihr schon von vorne, sieht das ganz normal wie ein normaler Block aus. Aber von hinten kann man dann einfach durchschauen. Damit können wir Brexy auf jeden Fall richtig gut ausspionieren. Zack. Aber das ist noch nicht alles. Ich habe hier noch so ein Radar, dass sobald da jemand vorbeiläuft, bekomme ich ein Signal geschickt und weiß, dass da jemand ist. Das ist auch richtig OP. Und zu guter Letzt habe ich nochmal so ein X-Ray-Gerät. Und das ist richtig stark, meine Freunde. Denn wenn ich das jetzt einfach mal aktiviere, ich zeige euch das mal. 3, 2, 1 und zack. Dann seht ihr schon, werden alle Spieler auf der kompletten Karte einfach so eingehüllt. Und ich kann die Spieler durch jede Wand einfach durchsehen. Das ist auf jeden Fall auch richtig stark. Und ich glaube, damit können wir Brexy auf jeden Fall ausspionieren. So, aber ich mache das jetzt erstmal wieder rein. Ich muss mal gucken. Brexy müsste jetzt eigentlich wieder zu Hause sein, Leute. Vielleicht können wir da schon mal die erste, ich sag mal, Falle aufstellen. So. Und zwar, hätte ich gesagt, nehmen wir dieses One-Way-Class und machen das mal an sein Haus ran, dass wir auch immer bei ihm reinschauen können. So. So, Leute, aber bevor ich das jetzt mache, lasst da auf jeden Fall ein Like für da und abonniert auch den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Das würde mich richtig, richtig freuen. Und aktiviert auch die Glocke, Leute. Und dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt auf den Weg zu Brexy. Sag mal, ist der zu Hause? Ich glaube, der ist sogar zu Hause. Was ist denn da los? Okay, klopfen jetzt einfach mal an bei Brexy. Ich sag zu ihm, ich will mit ihm das neue Dino-Buch lesen, was ich gekauft habe. Klopf, klopf. Hallo, Brexy, bist du zu Hause? Hi, Lumi, ja, komm rein. Hi, schau mal. Ich habe das neue Dino-Buch mitgebracht. Wollen wir das gemeinsam lesen? Ich habe das extra gekauft eben. Nein, wir lesen doch schon so viel in der Schule, Mann. Nie hast du Lust, mit mir ein Buch zu lesen, Brexy. Ja, aber wir lesen doch schon so viel in der Schule. So, hier haben wir das. Was machst du da gerade, Brexy? Ich habe heute gesehen nach der Schule. Wo bist du da lang gelaufen? Also, warst du spazieren oder was hast du nein, da gemacht? Nein, ich bin außen rum gelaufen. Also, ich bin direkt nach Hause gegangen. Warum? Ja. Okay, ich verstehe. Brexy, bei dir ist echt ziemlich kalt. Magst du nicht vielleicht mal kurz runter in den Keller gehen und die Heizung vielleicht ein bisschen hochstellen? Weil ist das Ach so, echt, ja, klar. Hier ist echt kalt, muss Problem. Ich sagen, Brexy. Also, ich mache aber nicht zu heiß, ja? Ist alles ja, ziemlich teuer das, geworden. Ja, ja. Das ist unsere Chance. Schaut mal. Ich habe extra ein paar mehr von diesen Blöcken mitgenommen. Aber warte, Lumi. Brexy, was ist denn los? Willst du noch was trinken? Ja, bring mir ruhig eine Cola von unten mit, Brexy. Aber es ist nicht umsonst. Dann nicht, Brexy. Dann mach einfach warm. Okay, Leute. Okay, jetzt, okay. Wir machen das hier, Leute. So, ich baue jetzt hier das in der Wolle ab.
Komm schon, zack. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Okay, so, und jetzt nehmen wir das Glas, Leute, und machen das hier hin. Und jetzt seht ihr schon, das fällt gar nicht auf. Da ist eine ganz normale Blockwand. Also die nehmen nämlich automatisch die unteren Blöcke an. Lumi, ist es schon warm da oben? Ja, Braxy, also, Es ist auf jeden Fall. Es gewittert schon. Es ist auf jeden Fall besser. Boah, guck mal, jetzt wird es auch richtig kalt raus. Hat nämlich angefangen mit Regnen. Aber, Braxy, ich glaube, es ist schon dunkel. Ich muss wieder nach Hause. Meine Mama wird sonst sauer. Okay, lieben Gruß. Tschüss. Tschüss, Brax. Mach's gut. Mach's gut. Oh, es regnet, Leute. Okay. Aber passt auf, ich zeige euch das jetzt ganz kurz. Und zwar habe ich ja dieses unsichtbare Glas platziert. Und schaut mal jetzt von der Seite. Kann ich einfach reinschauen und Braxy sieht. Warte. Nein. Habt ihr das auch gesehen? Braxy hat Diamanten. Das kann nicht sein. Braxy hat nicht so viel Geld. Wisst ihr, wie viel ein so ein Diamant auf dieser Insel wert ist, Leute? Für einen so einen Diamantenblock könnte man sich locker 3 von solchen Häusern kaufen. Hä? Hat da jemand was gesagt? Oh, ich war zu laut. Nein. Er da. Leute. Oh nein. Komisch. Was darf Lumi da nicht sehen? Lumi darf das nicht sehen. Lumi darf das nicht sehen. Lumi darf das nicht sehen. Das kann nicht sein, Leute. Warum hintergeht nicht? Diamanten. Komm zu Papa. Oh Mann, Leute, irgendwas stimmt nicht mit Braxy. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Diamanten hab. Lalala. Ey, Lumi! Lumi? Hey, Brax, was machst du denn hier? Hast du was vergessen? Es regnet und ich habe mich unter deinem Haus kurz gestellt, weil ich werde doch sonst nass, Braxy. Du weißt doch. Ach so, okay. Hast du vielleicht einen Regenschirm oder sowas für mich? Oh, nee, leider nicht, sorry. Okay. Ja, ich renne jetzt einfach schnell nach Hause. Wir sehen uns morgen, okay? Jo, ciao. Vergesst den Mathe-Test nicht. Okay, egal, Leute. Wir rennen jetzt schnell nach Hause. Aber irgendwas stimmt mit Braxy nicht. Habt ihr das auch gemerkt? Der hat einfach ganz viele Diamanten und er meinte, ich darf das nicht sehen. Also Leute, ich sag euch, Braxy verheimlicht mir irgendetwas. Und ich hab eine Idee, Leute. Schaut mal, ich hab doch diesen Radar. Ich glaube, ich werde diesen tragbaren Radar nehmen und werde ihn nochmal hinten auf diesen geheimen Weg platzieren, wo Braxy gestern lang gelaufen ist. Und sobald Braxy nochmal langläuft, bekomme ich ein Signal. Und dann wissen wir, dass wir schnell aufstehen müssen und dann nochmal langschauen müssen. So, ich würde sagen, wir nehmen diesen Radar jetzt einfach mal. Und ich nehme ja auch gleich noch ein paar Fackeln mit und meine Diamantspitzhacke, Leute. Auf die habe ich so lange gespart. Ich habe einfach 3 Jahre lang mein komplettes Geburtstags- und Weihnachtsgeld gespart für diese Spitzhacke, Leute. Deswegen, Diamanten sind ja echt viel wert. Deswegen frage ich mich auch, wo Braxy so viel Diamanten her hat. Aber ich würde sagen, Leute, es ist gerade noch dunkel draußen. Braxy würde sich jetzt eigentlich schlafen legen um diese Uhrzeit. Vor allem es regnet auch draußen, Leute. Oh, ich glaube, es hat auch aufgehört mit Regen. Das ist sehr gut, Leute. Okay, ich würde sagen, wir laufen jetzt nochmal dahinter, wo Braxy gestern langgelaufen ist. Und dann platzieren wir da diesen Radar auf den Boden. Und sobald Braxy dann nochmal langläuft, bekomme ich ein Signal. Aber wartet, Leute. Ich habe noch eine bessere Idee. Ich werde am besten gleich noch Kameras mitnehmen und die mitplatzieren, dass sobald ein Signal kommt, ich in die Kameras reingucken kann. Und dann sehe ich auch genau, was Braxy macht. Okay, ich würde sagen, wir laufen jetzt nochmal zur Schule und platzieren da den Radar und die Kameras. Und dann sehe ich auch, was Braxy da im Schilde führt. Oh, ich bin jetzt bei der Schule. Und ich muss sagen, ich habe echt Angst. Ich war noch nie allein um die Uhrzeit draußen. Es ist mitten in der Nacht, Leute. Wir dürfen nicht so laut machen. Am Ende wartet hier irgendjemand auf mich in der Schule. Vielleicht ist Braxy sogar hier und ich weiß es gar nicht. Okay, lass uns mal schauen, wo ist Braxy da gestern langgelaufen nach der Schule? Hier ist doch so ein Trampelpfad. Der muss hier öfters langlaufen. Ich platziere einfach mal so im Gras hier so einen Sensor, Leute. Kommt. Zack. Und sobald Braxy hier langläuft, bekomme ich dann ein Signal. So. Und dann platzieren wir am besten auch noch irgendwo hier eine Kamera. Ich würde sagen, wir platzieren die einfach mal hier in den Baum am besten, dass man es nicht direkt sieht. So. Da oben am besten. Zack. Boah. Dann können wir immer direkt gucken, wenn jemand langläuft. Okay. Sollte reichen. Ich traue mich da auch gar nicht hin. Ich habe keine Ahnung, wo Braxy da lang ist. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt schnell zurück. Und dann schauen wir mal, was passiert, Leute. Nein. Hä? Was macht denn Braxy da? La, 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 la. Oh nein, oh nein. Nein, nein, nein. Braxy, warte mal. Ey, ja? Stopp mal. Was machst du? Es ist mitten in der Nacht. Was machst du hier draußen?
Ich wollte zum Supermarkt. In den Supermarkt? Ja, ich muss zum Supermarkt. Ich muss noch, der ist ja 24 Stunden geöffnet. Und was willst du im Supermarkt, Brexy? Sachen, was man so braucht. Toilettenpapier, das fällt dir um 2 Uhr in der Nacht, fällt dir das ein. Ja. Und danach gehst du wieder nach Hause. Ja. Okay, dann viel Spaß, Brex. Tschüss. Ciao. Das war knapp. Das ist merkwürdig. Aber na gut, vielleicht ist er wirklich nur einkaufen. Ich meine, sollte er wirklich nochmal dahin gehen mitten in der Nacht? Also ich meine, wenn Brexy will... Er hat in die Ecke geguckt und guckt, was ich mache? Okay. Das ist schon sehr verdächtig. Aber sollte er wirklich nochmal dahin gehen, was ich nicht glaube, weil wer geht um 2 Uhr nachts in den Wald, dann würde ich ein Signal bekommen. Deswegen, Leute, ich würde sagen, wir legen uns jetzt einfach schlafen und sollte Brexy nochmal da langlaufen, was ich echt nicht glaube, dann kriegen wir ein Signal. Deswegen würde ich sagen, Leute, ich lege mich jetzt in mein schönes, warmes Bett ein, weil ich bin echt müde. So. Oh. Nein. Schaut mal unten links. Radar. Brexy ist in der Nähe deines Radars. Oh, Leute, er ist wirklich... Das Signal schlägt die ganze Zeit aus. Er ist wirklich dahin gegangen. Leute, ich muss schnell meinen Kameramonitor holen und in die Kameras schauen. Oh, schnell. Oh, schnell reingucken, Leute. Oh. Ich fass es nicht. Leute, was hat sich Brexy da auf den Kopf gesetzt? Das ist... Ich mag das gar nicht aussprechen, aber das ist gar kein gutes Zeichen. Leute, ich getraue mich da gar nicht, aber wir müssen uns das eigentlich anschauen, weil irgendwas muss da ja sein da hinten. Oh Mann. Ich glaube, ich nehm mir jetzt so dieses Schrumpfgerät mit und dann werden wir uns ganz klein machen und uns dahin schleichen und uns anschauen, was Brexy da zu verstecken hat. So. Komm schon, oh, die Sonne geht auch schon auf, wir müssen uns beeilen. So, komm schon, oh, die Sonne geht auch schon auf, wir müssen uns beeilen. Oh Mann. So, Leute, die Sonne ist mittlerweile schon voll aufgegangen. Ich würde sagen, ich werde mich jetzt ganz klein machen, damit ich auf jeden Fall auch von niemandem gesehen werde. So, okay, wir machen uns jetzt wirklich... So, wir machen uns jetzt auch wirklich ganz klein, Leute. Und 3, 2, 1... Wow! Oh. Guckt an, wie klein ich bin, Leute. Oh mein Gott. Okay. Ich würde sagen, ich glaube, so sollten wir auf jeden Fall von niemandem gesehen werden. Oh. Brexy kommt wieder. La 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 la. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Brexy Geheimnisse hab. La 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 la. Oh, war das knapp. Oh, zum Glück habe ich mich klein gemacht, aber Leute... Ich gehe da jetzt hoch. Irgendwas muss da doch sein. Oh. Okay. Komm schon. Ich werde mich jetzt da oben hintrauen, Leute. Okay. Komm schon, ich schaff das. Was ist das hier? Guckt euch das an. Was? Hier ist so. Hier ist einfach ein Wald und hier ist so ein großer Busch. Aber Brexy ist da irgendwie reingegangen. Wartet mal. Kann man hier durchgehen? Wartet mal, Leute. Hier ist eine Falltür. Oh mein Gott. Brexy verheimlicht mir also irgendetwas. Oh. Soll ich da wirklich reingehen? Brexy versteckt da irgendwas vor mir. Und was ist das da oben? Oh. Okay. Egal. Ich würde sagen, wir gehen da jetzt rein, Leute. 3, 2, 1 und... Oh. Nein, Leute. Ein Alarm ist angegangen. Brexy, warte, einen Alarm versteckt. Was ist denn jetzt der Alarm angegangen? Brexy kommt. Schnell verstecken, Leute. Hä? Oh nein, wieder irgend so ein Viech. Mann, Fehlalarm, Alter. Ich muss schnell weg, bevor Lumi kommt. Boah, das ist nochmal knapp gewesen, Leute. Brexy dachte ernsthaft, irgendein Tier hat das aufgemacht. Okay, der Alarm sollte jetzt erstmal stillgelegt sein. Jetzt sagen wir... Hier geht's ganz tief nach unten. Okay, Leute, ich werde mich jetzt wieder groß machen. Zack. Ich gehe da jetzt runter. Schnell zumachen und... Leute, was ist das? Wo geht's denn hier hin? Was zur Hölle? Wo bin ich denn hier gelandet? Brexy, was versteckst du hier? Was ist... Das hier ist eine Tür, aber die geht nicht auf. Und was ist da drin? Da drin ist irgendwas. Da ist irgendeine Maschine.
Wir brauchen irgendwie... Oh nein. Wir brauchen einen Code, Leute. Ich weiß doch gar nicht, was ich eingeben soll. Irgendeins vielleicht? Oh nein. La 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 la. Brexy ist wieder da. Nein, Brexy kommt. Was soll ich nur machen? Oh Leute. Leute, zum Glück habe ich meinen Unsichtbarkeitstrang mitgenommen. Brexy kommt schon. Schnell, 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 schnell. Ich bin unsichtbar. La 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 la. Was macht's so? Und da sind wir. Was macht Brexy denn hier, Leute? Oh mein Gott. So, oh, wer ruft mich denn jetzt an? Ja, Mama. Nein, ich bin mit Lumi gerade. Das stimmt gar nicht. Er schwindelt. Doch, ja, nein, ich bin mit Lumi. Ich bin, seine Mama hat uns zum Essen eingeladen. Tschüss. So. Was macht der da? Boah, den Gott. 0, 0, 1. 2. Falsch. Oh Mann. 0, 0, 1, 1. Ha. So. Was hat er? Oh nein. Lala, so viele Diamanten für mich. Ich seh nix. Was hat so er da? So viele Diamanten für mich. So. Ich seh nix. Was macht Maxi da? So, das muss ich hier reparieren. Ich seh nix, Leute. Was macht ihr da? Gott sei Dank weiß keiner, dass ich hier bin. So, was ist für mich? Brexy, los, Leute. Das macht mir Angst. So. Oh, sehe ich gut aus. Komm wieder, oh, Leute. Guckt euch das an, Alter. So, muss ich hier erstmal raus. 0, 0, 1, 1. Schnell raus. So. Was? Brexy hat... Seit wann? Er hat eine komplette Diamantenrüstung. Das... Irgendwas stimmt da nicht. Wir müssen da rein, Leute. Wir müssen da rein. Oh Mann, wir müssen da rein, Leute. Was verheimlicht Brexy mir denn? Oh, ich muss mich an den Code erinnern. Irgendwas mit 0... 1... 0... 0... Oh nein, wie war der Code? 0... 8... Nein. 0... 1... 2... Oh nein, wir haben nur noch einen Versuch, Leute. Hm, komm schon, Lumi, erinnere dich. 0... Ich glaube 0, 0, 1, 1. Oh, ja, es hat funktioniert. Schnell rein. Oh, was? Was zur Hölle ist das denn? Oh, das sieht mir aus wie eine geheime Diamantenduplizier-Maschine. Das ist höchst illegal. Oh, jetzt weiß ich auch, woher Brexy diese ganzen Diamanten hat. Oh. Oh. Brexy hat einfach eine geheime Diamantenduplizier-Maschine, womit er sich ganz viele Diamanten duplizieren kann. Aber wie funktioniert das? Weil ich brauche Codes dafür. Oh. Und er verheimlicht mir das einfach. Er hätte mir ja auch ein paar Diamanten abgeben können, Leute. Wisst ihr was? Ich würde einfach alles in den Diamanten klauen. Ich würde einfach alles klauen. Er wird schon sehen, was er davon hat. Ich glaube einfach alle Diamanten, die er hier rumliegen hat. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, ja. Muss auch hier oben das... Was ist das für Diamanten? Das ist eine Leuchtvitrine. Da braucht man auch einen Code für. Oh, ich krieg das auch nicht kaputt. Hä? Nein. La 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 la. Brexy, komm! Leute, nein, ich hab auch keinen Unsichtbarkeitstrank mehr. Was soll ich machen? Schnell, schnell, komm schon. Komm schon. Oh, oh, schnell. Was soll ich machen, Leute? Schnell zumachen. Nein, Leute, schaut mal da oben. Brexy kommt. Oh nein. Er wird sehen, dass die ganzen Diamanten weg sind. Was soll ich nur machen? Oh, Leute, Brexy kommt immer näher. Oh. La 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 0011. So. Hä? Hä? Wer war das? Wer war hier drin? Oh nein, Leute. Hier stimmt was nicht. Oh nein, oh nein, oh nein. Vielleicht ist der Täter hier noch irgendwo. Oh nein. Hä? Hier stimmt irgendwas nicht.
Ich werde dich finden! Nein, Leute, was soll ich nur machen? Hä? Was ist das hier? Nein. So ist hier... Hier ist noch Bruchstein. Nein. Lumi? Braxy, es tut mir wirklich leid. Ich... Ihr seid ja schon da. Hallo Leute und damit willkommen zu machen wir nochmal? Ah, stimmt. 20 Wege, um eure Freunde zu pranken. Ich habe mir richtig coole Sachen überlegt, um eure Freunde zu pranken. Und ihr seht schon, ich bin hier heute auf meiner kleinen Insel und da unten ist schon mein Freund Braxy. Der angelt da gerade. Keine Ahnung warum. Der braucht anscheinend neues Essen, ne? Und den werden wir heute pranken und ich werde euch ganz viele coole Sachen zeigen. Deswegen, wenn ihr richtig cool seid und ihr das nicht verpassen wollt, lasst jetzt in 3 Sekunden ein Like da. 3, 2, 1. Danke, dass ihr ein Like da gelassen habt. Und vergesst nicht zu abonnieren. Und jetzt würde ich sagen, schnell, wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich muss einmal schnell in mein Haus rein, denn wir müssen uns beeilen. Ich weiß nicht, wie lange Braxy noch wach bleibt. Auf jeden Fall, wo? Ich weiß gar nicht, wo hab ich denn? Stimmt, in meinem Keller unten. Da geht's ganz tief nach unten. Da müssen wir jetzt mal schnell runtergehen. Oh Mann, komm schon, Lumi, wir müssen uns beeilen. Das ist mein riesiger Keller. Und ihr seht schon, ich habe hier richtig viele Sachen vorbereitet, mit denen ich heute meinen Freund Braxy pranken werde. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir auch direkt mit Nummer 1 an. Und zwar ist das ein Kameramonitor. Denn ich habe gedacht, bevor wir mit allen anderen Pranks anfangen, werden wir erstmal Kameras platzieren, damit wir immer wissen, was bei Braxy so abgeht. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir uns unseren Kameramonitor und jetzt gehen wir schnell zu Braxy. So, ich habe meine Kameras geholt. Jetzt würde ich sagen, gehen wir ganz schnell zu Braxy. Komm schon, wir müssen uns beeilen. Braxy ist davon immer noch am Angeln. Ihr seht das. Okay, ich muss jetzt ganz leise machen. Ich glaube, so sollte er mich nicht sehen, Leute. Oh, komm schon. Lumi, schnell, schnell, schnell. Ich krabbel gerade hier lang. Guckt euch das an, Leute. Okay, ich würde sagen, die erste Kamera machen wir da an den Baum ran. So, Kameras, zack. Okay, okay, schnell die erste Kamera platzieren. Und mit dem Monitor verbinden, zack. Okay, jetzt müssen wir noch die nächste Kamera platzieren. Komm schon, komm schon. Oh, ich hoffe, Braxy sieht mich nicht. Wo ist der überhaupt? Oh, der angelt da immer noch. Guckt euch das an. Okay, ich platziere jetzt hier oben die nächste Kamera. Komm schon. Perfekt. Jetzt nichts wie weg hier, Leute. Oh Mann, komm schon schneller, Lumi. So, ich würde sagen, wir müssen jetzt noch eine in sein Haus reinmachen. Okay, schnell, schnell, schnell. Wo mache ich die am besten hin? Die machen wir einfach hier oben drüber, genau. Okay, wir haben jetzt alle Kameras verbunden. Schaut euch das an. Ich kann jetzt hier überall schauen. Oh mein Gott, das funktioniert. Und die Kamera funktioniert auch. Schaut, Braxy fährt da gerade mit einem Boot rum. Okay, dann würde ich sagen, hätten wir das schon mal. Jetzt schnell zurück zu unserem Haus. Denn jetzt würde ich sagen, machen wir direkt Prank Nummer 2. Und zwar seht ihr schon, was ist das? Das sieht aus wie ein Grasblock, aber das ist kein Grasblock, denn passt auf, Leute. Und zwar ist das Fake-Gras. Wenn ich das hinmache, kann man da einfach durchfallen und dann baue ich da eine coole Falle hin. So, ich habe alles, was ich brauche und jetzt bauen wir direkt die Falle auf. Das wird so ein lustiger Prank. Braxy ist wieder da unten. Okay, ich glaube... Ja, wo geht der hin? Das ist sehr gut. Okay, okay, jetzt schnell auf den Weg machen. Wir machen die Falle direkt für seine Haustüre hin. So, dafür baue ich einmal hier das ganze Gras ab. So, genau. Einmal ein schön großes Loch hier hinmachen. So sieht das jetzt aus. Jetzt mache ich hier so Spikes hin. Oh mein Gott, das wird so lustig. Und jetzt kommt Fake-Gras drüber. Ihr seht, das sieht aus wie ganz normales Gras. Aber wenn er da drüber läuft, wird er da durchfallen. Direkt in die Spikes rein. Ich bin so gespannt, wie er reagieren wird. Okay, ich verstecke mich am besten wieder da hinten und schaue in meine Kameras rein. So, ich brauche meinen Kameramonitor. Zack. Und perfekt. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis Braxy kommt. Da kommt er. Oh nein, es hat funktioniert, er ist drin. Guckt euch das an, Leute, er stirbt. Oh Mann, er ist direkt gestorben. Guckt euch das an, Leute. Und er hat wieder all seine Sachen verloren. Oh Mann, armer Braxy. Aber naja, war nur ein Prank. So, ich bin wieder unten. Und es ist Zeit für den nächsten Prank, Leute. Und dafür habe ich was richtig Cooles. Schaut mal, was ist das? Richtig,
Das ist ein Zauberstab und der hat richtig coole Fähigkeiten. So, und zwar seht ihr schon, ich kann da zum Beispiel Felsbrocken machen, ich kann Meteoriten beschwören oder ein Tornado verursachen. Das wird richtig lustig, Leute. Womit fangen wir als erstes an? Wie wär's mit einem riesigen Felsbrocken, den wir über Braxy drüber rollen lassen? So, komm schon. Oh, Braxy ist da vorne. Wir müssen das jetzt machen, Leute. Komm schon. Felsbrocken. Boom. Oh mein Gott. Nein. Lass mich. Oh Mann, Leute. Braxy ist direkt gestorben. Es hat funktioniert. Richtig cool. Das war der Felsbrocken. Aber wir haben auch noch einen Meteoriten. Passt auf. Jetzt, wo Braxy weg ist, kann ich sein Haus ein bisschen modifizieren. Wie wär's mit einem Meteoriteneinschlag? Und... Oh! Oh mein Gott! Oh! Was war das? Nein, mein Haus! Oh, ich brenne! Nein! Oh Mann, Leute, Braxy ist wieder gestorben und sein komplettes Haus brennt ab! Oh! Das wollte ich doch gar nicht! Wir müssen das reparieren! Oh, komm schon! Oh Mann, okay, das Haus ist echt krass kaputt gegangen. Richtig lustig. Aber Leute, ich habe noch einen Tornado. Den müssen wir auch noch ausprobieren. Okay, Braxy, wo bist du? Zeig dich. Ich will nichts Schlimmes machen. Hallo, Braxy. Was machst du denn hier? Mann. Was ist denn mit deinem Haus passiert? Da ist irgendwas von oben runtergekracht. Also, das sieht echt nicht gut aus, Braxy. Oh Mann, du Armer. Aber pass auf, da ist ein Tornado, Braxy. Oh Mann, Leute, es hat funktioniert. Der Tornado hat Braxy wieder umgebracht. Richtig cooler Prank. Aber Leute, ich muss schnell zurück. Braxy wird mir das bestimmt übel nehmen. So Leute, ich bin wieder in meiner Höhle und wir haben noch drei Sachen vor uns. Als nächstes haben wir das hier. Das ist ein Toxinbacke. Da ist ein ganz giftiges Gift drin. Wenn man da reinkommt, wird einem richtig schwindelig. So, ich habe alles, was ich brauche, Leute. Und jetzt nichts wie hin zu Braxys Haus. Okay, der muss aber hoffentlich jetzt gleich weggehen, weil sonst können wir das gar nicht machen. Komm schon, Braxy, du musst weggehen. Was macht der da? Okay, er geht weg, super. Jetzt schnell hin zu seinem Haus. Okay. Pass auf, Leute, was ich vorhab. Ich werde jetzt hier reingehen und jetzt mache ich da oben einen Werfer hin. Daran machen wir das Toxin-Bucket rein, genau. Und ein Knopf drauf. Braxy ist richtig lost, glaubt mir. Der wird gar nicht wissen, was da abgeht. Der wird bestimmt da drauf drücken und dann wird sein komplettes Haus mit Toxin überschwemmt. Das wird richtig cool. Okay, komm schon, wir müssen uns verstecken und warten, bis Braxy kommt. Okay. Ich bin versteckt, Leute. Und ich sehe Braxy, seinen Namen da hinten schon. Er kommt sehr gut. Er hat den Knopf wirklich gesehen. Komm schon, drück drauf, Braxy. Ja, er hat drauf gedrückt. Oh Mann, Leute. Er ist gestorben. Er wurde direkt vergiftet. Es hat funktioniert. Ein richtig lustiger Prank. Aber glaubt mir, Leute, der Prank wird noch viel lustiger. Denn schaut mal, das sind Diamanten. Aber keine normale Diamanten. Da ist nämlich ein Fluch drauf. Und sobald man diese Diamanten zum Craften benutzen möchte, verschwinden die einfach. Das wird richtig cool. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach mal zu Braxys Haus und fragen ihn mal, ob er vielleicht ein paar Diamanten gebrauchen kann. Na. Oh, hallo Braxy, was geht? Oh, hi Lumi, ich habe heute voll so einen Pechtag. Ein Pechtag? Warum, was denn los? Guck dir das an. Irgendjemand macht die ganze Zeit so komische Sachen mit mir. Was ist denn da in deinem Haus, Braxy? Das stinkt ja. Vielleicht passt das ganz gut. Schau mal, was ich dabei habe, Braxy. Oh, Diamanten, damit kannst du mir helfen. Willst du die Diamanten haben, Braxy? Okay, ja. Ausnahmsweise gebe ich dir die Diamanten. Boah, daraus du bist der Beste. Ich weiß. Daraus kannst du dir bestimmt was Cooles bauen, findest du nicht? Ja. Oh Mann, wenn er nur wüsste, Leute, der Arme. Die werden gleich verschwinden, wenn er was bauen möchte. So? Oh, Braxy, ich gehe dann mal. Ja, wir hören uns später. Viel Spaß. Oh Mann, Leute, passt auf. Hä? Wo sind die Diamanten? Oh, Lumi. Braxy, ich muss echt los. Ich habe echt viel zu tun. Oh, meine Diamanten.
Oh Mann, es hat funktioniert, Leute. Seine Diamanten haben sich in Luft aufgelöst. Das war richtig lustig. Oh Mann, der Prank hat auch super funktioniert. So, Leute, wir sind beim letzten Prank angekommen. Und ja, der Prank ist sehr simpel, aber richtig lustig. Ich zeige euch das. Denn wir werden jetzt unter Braxys Haus alles voll mit TNT machen. So, okay, ich bin auf dem Weg zu Braxys Haus, Leute. Oh Mann, das wird richtig lustig. Braxy steht da und er scheint echt traurig zu sein. Aber glaub mir, das ist der letzte Prank für heute, Braxy. So, hier ist sein Haus. Oh Mann, und ich werde jetzt hier drunter alles voll mit TNT machen, Leute. Das wird richtig lustig. So, hier ist jetzt genug Platz. Und jetzt machen wir hier überall TNT hin. Und dann kommt oben eine Druckplatte hin und dann wird alles explodieren. Okay, schnell, wir müssen uns beeilen, bevor Braxy wiederkommt. Okay, perfekt. Jetzt hier noch eine Holzdruckplatte hin machen und dann wird alles hochgehen. Das wird der Oberknaller, Leute. Okay, jetzt müssen wir uns schnell in Sicherheit bringen, weil ich glaube, die Explosion könnte ziemlich groß werden. Oh Mann, Braxy tut mir schon ein bisschen leid. Oh nein, er geht ins Haus rein. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, hä? Oh. Was war das? Oh, Lumi? Was machst du denn mit deinen Öfen, Lumina, Braxy? Warte! Warum? Ich hab doch gar nichts gemacht, Braxy. Ich stand doch hier die ganze Zeit. Pflaumenkuchen, Pustekuchen esse ich auch gern. Und du? Lumi? Ja? Lauf. Eins. Zwei. Ich bin fange. Du darfst mich fangen. Gib mir 10 Sekunden. Vorlauf. Bis gleich. Okay, schnell weg. Leute, ich werde jetzt direkt das ausnutzen und die Käfigfalle platzieren. Er wird mir bestimmt hinterherlaufen. Okay, wir machen die einfach hier schnell hin. Wir werden bestimmt hier drüber laufen. Okay, zack. Lumi, bleib fang stehen. Fang mich doch, du Eierloch. Fang mich doch, du Eierloch. Fang mich doch. Fang bleib mich still. Doch. Lumi. Es hat funktioniert, Leute. Lass mich raus. Oh Mann, perfekt. Er ist da genau reingelaufen. Raus, lass mich raus, Mann. Ey, lass mich sofort raus. Ich meine das ernst. Okay, ich glaube, wir sollten echt umdrehen, um ihn da mal rauszuhelfen. Ich glaube, der kauft da sonst gar nicht alleine raus. Braxy, was ist denn? Was machst du denn da? Warum bist du dann eingesperrt? Das warst du. Hä? Wie, das war ich? Alles du. Nein, ich schwöre, ich bin da drüber gesprungen, aber... Hol mich hier raus, Mann. Okay. Okay. Ausnahmsweise helfe ich dir mal. Beeil dich, es regnet. Ich muss zu meinem Haus, Mann. Lass mich in Ruhe. Das hat auch perfekt funktioniert. Wie cool. Dann würde ich sagen, gehen wir zurück in unseren Geheimbunker. Dann einmal die Fackel und in unser geheimes Fach rein. Leute, ich würde sagen, wir bauen noch eine allerletzte Falle. Was könnten wir machen? Ich habe noch so vieles. Ich habe hier noch so Gift, Leute. Wenn man damit in Berührung kommt, wird ein richtig schwindelig. Wir haben auch noch das Fake-Gras. Ich glaube, wir bauen jetzt noch eine Falle aus dem Toxin. Und aus dem Fake-Gras, Leute. Ich muss nur irgendwie aufpassen. Langsam ist es echt auffällig. Ich habe keine Ahnung, was Braxy gerade treibt. Ich glaube, der wird sein Haus reparieren. Er ist richtig sauer, weil alles in die Luft gegangen ist. Oh Mann, oh Mann. Ich werde ihm einfach sagen, ob er Lust hat, später mit mir campen zu gehen. Und dann werde ich einfach in seinem Zelt, das ist eine gute Idee, die Falle reinbauen. Meine Schaufel. Dann buddel ich hier einmal alles frei. So, zack. So, wobei, wir brauchen eigentlich nur das hier. Genau, wir machen nur hier. Das sollte reichen. So, dann machen wir hier einmal frei. Und jetzt machen wir einmal das Toxin hier rein. Ich zeige euch das mal, wenn man das hier reinmacht. Zack. Sobald man da reinläuft, wird einem richtig schwindelig und richtig übel. Jetzt nehmen wir das Fake-Gras und das kann man nämlich jetzt hier drüber machen. Das sieht aus wie Gras, aber sobald man drüber läuft, fällt das einfach zusammen. Oh, richtig cool. Okay, jetzt müssen wir schnell Braxy holen gehen. Der muss ja da reinlaufen. Guck mal, der ist doch gerade da vorne schon wieder. Was treibt der da? Na. Braxy, brauchst du Hilfe bei deinem Haus? Oh, ich schaff das heute nicht mehr. Vielleicht brauchst du ein bisschen Ablenkung. Wie wär's denn, mir eine Runde campen gehen? Ja, komm. Ich habe eh keine Lust, hier mehr zu sein. Ich schaff das heute nicht. Komm. Ja, dann hast du überhaupt... Ey, warum schlägst du mich? Hast du überhaupt Verpflegung dabei? Nee, ich habe Bäumendings dabei. Okay, ich glaube, mein Brot sollte reichen. Ja, dann lass uns auf den Weg machen zum Campingplatz. Ich war echt lange nicht mehr campen. Ich fühle mich nicht so gut. Heute passieren mir nur blöde Dinge. Du hast heute echt einen schlechten Tag. Erst explodiert dein Haus, dann irgendein Einbrecher. Also heute ist echt merkwürdig, muss ich dir sagen. Ich glaube, wir müssten vorher unsere Campingzelt auch erstmal ein bisschen putzen. Wir waren da echt lange nicht mehr. Ich würde sagen, ich mache meins schon mal sauber. Du kannst ja dein Gelbes auch schon mal sauber machen. Ja. So. Hä? Was ist... Oh nein, Lumi! Braxy! Lumi! Was ist denn? Lumi! Oh Mann, Leute, ich glaube, ihm wird richtig schwindelig!
Oh, Lumi, hilf mir. Komm raus, schnell, Braxy, komm raus. Schnell, du schaffst das. Was ist denn? Ah, ich kann mich nicht bewegen. Braxy, was ist denn los mit dir? Bist du betrunken oder was? Mir schwindelig, Hilfe. Nein! Ey, es ist ja ekelhaft. Du hast da ja jetzt nicht wirklich einfach. Oh, das ist. Nee, Braxy, das. Bring mich ins Krankenhaus. Warum? Das, also, ich verstehe jetzt gerade nicht, was ist denn los mit dir? Was? Alter, da ist irgendwas gewesen. Ich bin da reingefallen. Hä? Was meinst du hier? Hier ist doch gar nichts. Hier ist doch. Da war doch gerade was. Ich weiß ehrlich nicht, was mit dir los ist heute, Braxy. Also, Mann, ich weiß auch nicht. Lumi! Was war das? Das war nur meine. Mein Telefon, ich hab mir ein neues Handy gekauft, Hannah. Das neue iPhone 16. Ja, ja, ja. Zeig mal. Ja, so sieht das aus. Siehst du, man hat ein paar Knöpfe. Das ist aber auch gar nicht weiter interessant. Ich würde sagen, warum bist du bei mir? Wie kann ich dir helfen, Hannah? Du hast so viele Diamanten. Und ich brauch auch welche. Und ich wollte dich fragen, ob du mitkommen willst, mir welche holen. Ach so, du willst, Diamanten? Ha, ja, wenn das so ist. Leute, ich will sie doch pranken. Wir haben keine Zeit, um Diamanten zu finden. Komm, Lumi! Warte, Anna, ich komme. Leute, wir müssen das anders machen. Ihr müsst jetzt alle das Video liken, denn ihr könnt in dem Video mitmachen. Denn pro Like erscheint ein Diamant. Glaubt mir, ihr müsst nur ein Like da lassen. Kommt schon. Oh. Seht ihr, Leute, der erste Like. Komm schon, ihr müsst alle liken. Noch mehr Likes. Ich will richtig viele Diamanten haben. Schaut, es funktioniert. Ich krieg richtig viele Diamanten. Ihr seid die Besten. Die werden wir jetzt alle Hannah geben. Oh, perfekt, Leute. Schaut, da vorne ist Hannah. Aber warte, nein. Bevor wir ihr die Diamanten geben, werden wir sie direkt pranken. Wartet. Hannah, gib mir ganz kurz eine Minute. Ich muss noch mal schnell auf Toilette. Och, Lumi, beeil dich. Wir müssen los. Mach ich. Bis gleich. Ich gehe schnell Pipi machen. Leute, Leute, ich habe eine coole Idee, wie wir sie als allererstes pranken werden. Und zwar hier, schaut mal, ich habe mir schon etwas vorbereitet. Oh, ich hoffe, sie sieht das nicht. Wir nehmen jetzt einen Amboss, Leute. Dann habe ich hier ein Buch mit der Verzauberung Fluch des Verschwindens. Und wenn wir uns jetzt die Diamanten und das Buch nehmen, können wir die Diamanten verzaubern. Zack. Okay. Und jetzt schnell die Beweise vernichten. So, und jetzt haben wir verzauberte Diamanten mit Fluch des Verschwindens. Wenn Hannah die einsammelt, werden die sie später in Luft auflösen. Hannah, weißt du, ich habe heute eigentlich keine Zeit, um Diamanten zu sammeln. Deshalb habe ich mir gedacht, wie wär's, wenn ich dir einfach ein paar von meinen Diamanten gebe? Wow, die leuchten voll. Ja, hier, du kannst alle haben, Hannah. Nimm sie ruhig, jedes Stück. Ich gebe sie dir alle. Oh, ich wünsche dir wirklich ganz, ganz viel Spaß damit. Danke, Lumi. Ja, bis später. Oh Mann, Leute, das wird so cool. Die werden sich gleich in Luft auflösen. Wir müssen nur warten, bis es soweit ist. Und damit wir das auch heimlich beobachten können, würde ich sagen, kommt direkt unser nächstes Tool zum Einsatz. Und zwar, Leute, würde ich sagen, benutzen wir jetzt unsere Portalgun. Wir müssen herausfinden, wo Hannah ist, ohne dass sie uns sieht. Deshalb machen wir jetzt ein geheimes Portal. Ich würde sagen, wir öffnen das hier hinter dem Baum einmal. Zack. So, das Portal steht. So, jetzt müssen wir noch gucken. Da ist Hannah. Sie läuft zu ihrem Haus. Das heißt, wir werden das Portal da oben platzieren. Und zack. Okay. Ich hoffe, das hat funktioniert, Leute. So, jetzt schaut euch das an. Es hat funktioniert. Das, Hannah, sie läuft gerade die Treppen runter, wartet. Und zack, jetzt bin ich hier oben. Jetzt müssen wir Hannah nur beobachten, was sie mit ihren Diamanten macht. Schaut mal, sie will sich irgendwas craften. Ich baue mir jetzt eine ganze Rüstung. Und dann bin ich genauso cool wie die anderen. Das wirst du noch sehen. Ich hoffe, der Prank funktioniert, Leute. Komm schon, die Diamanten müssen verschwinden. Bitte, bitte, bitte. Hä? Meine ganzen Diamanten sind weg. Es hat funktioniert, Leute. Unser Prank ist aufgegangen. Ha. Ich hoffe, sie ist jetzt nicht traurig. Mann, wo sind die? Die habe ich doch von Lumi. Och, Mann.
ist traurig. Aber egal, das ist ja nur ein Prank. Ich würde sagen, wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen direkt den nächsten Prank durchführen. Dafür habe ich auch schon eine Idee. Wir müssen dafür aber warten, bis Hannah aus dem Haus geht. Sie ist gerade im Haus. Komm schon, Hannah, du musst aus dem Haus rausgehen. Sie ist gerade da oben, Leute. Bitte, bitte geh aus dem Haus. Ja, ich glaube, sie geht mich jetzt suchen. Oh nein, ich glaube, sie will zu... Will sie zu mir? Nein, 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 wir müssen uns beeilen, Leute. Stopp, schnell ein Portal. Oh, komm, schnell, schnell, schnell und rein ins Haus. So, okay. Oh nein, Hannah ist gleich da, Leute. Schnell, 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 rein ins Haus. Oh, und weg. Lumi, wo bist du? Was ein schönes Buch. Anana, Anana, Hanna? Wo bist du, Lumi? Ich sehe dich nicht. Ich bin zu Hause. Hi. Lumi. Was ist los, Hanna? Ich habe die ganzen Diamanten verloren. Oh, das ist ja echt jammerlich. Ja. Vielleicht sollten wir doch neue Diamanten besorgen. Aber weißt du, wir besorgen dir nicht nur Diamanten, sondern wie wär's, wenn wir dir auch... Emeralds besorgen, diese Grünsmaragde, die magst du doch auch. Ja, dann kann ich mit den Villagern handeln. Und vielleicht geben die mir ganz viele Blumen. Das ist eine coole Idee. Dann lass uns auf den Weg machen, Hannah. Wir werden dir jetzt ganz viele Rubine und Emeralds besorgen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Und dann können wir auch direkt den nächsten Prank machen. Wird endlich Zeit, Leute. Hannah, lass uns eine schöne Höhle suchen. Ich glaube, da hinten, da sollten wir eine finden. Du musst mir nur folgen. Irgendwo hier. Lauf einfach da lang. Ich glaube, da finden wir eine. Ja, bis gleich, also, ja, bis gleich. Oh nein, Leute, wir müssen den nächsten Prank durchführen. Wartet, ich habe doch ein Jetpack. Oh, jetzt schnell nach oben damit. Und los geht's. Da unten ist Hannah. Schnell, schnell, schnell nach oben. Wow. Okay, ich hoffe, sie sieht mich hier oben nicht, Leute. Jetzt schnell den Jetpack abziehen und jetzt kommt direkt der nächste super coole Prank. Und dafür hauen wir diesen magischen Stab, Leute. Denn ihr seht unten links, damit habe ich richtig coole Fähigkeiten. Und ich werde jetzt einfach einen richtig großen Felsbrocken hier runterrollen lassen. Direkt über Hannah. Sie müsste jetzt irgendwo da unten sein. Okay, jetzt oder nie, Leute. Komm schon, Felsbrocken beschwören und zack. Oh, oh. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, Leute, es hat funktioniert. Wir haben Hannah geprankt. Oh, oh. Oh nein, ich glaube, sie ist... Oh, oh, schnell nach unten, komm schon, Jetpack. Oh, oh. Komm schon, Lumi, ab nach unten mit dir. Oh, Leute, ich kann es nicht glauben, wie cool das funktioniert hat. Wir haben Hannah einfach reingelegt und sie mit einem riesigen Felsbrocken überrollt. Oh Mann, das war richtig lustig. Jetzt klaue ich mir ihre Diamantenrüstung. Warte mal, das ist sogar meine. Die hat sie mir geklaut. Ha, das hast du davon, Hannah. Okay, Leute, das war Prank Nummer 2. Ich würde sagen, wir müssen direkt zum nächsten Prank kommen. Aber ich glaube, wir sollten uns jetzt langsam beeilen. Denn ihr seht, es wird schon langsam dunkel, Leute. Nichts wie ab nach Hause. Oh nein, ich hoffe, Hannah ist nicht sauer. Aber ich meine, woher soll sie wissen, dass ich das war? Ich meine, ich habe doch keine Superkräfte. So, davon weiß sie zumindest nichts. Oh Mann, ich würde echt gern Brexy und Odi und Schleimi zeigen, was ich für coole Pranks habe. Aber die sind noch im anderen Dorf. Die sind nämlich gerade umgezogen. Oh, Leute, ich gehe jetzt erstmal schnell nach Hause. Oh, seht ihr? Hannah ist da oben in ihrem Haus drin. Oh nein, was sie da wohl gerade macht. Oh, egal, Leute. Ich würde sagen, wir kommen direkt zum nächsten Prank. Und zwar gerade, wenn es passend dunkel wird, ist es der perfekte Zeitpunkt, um vielleicht bei Hannah einzubrechen und die ein oder anderen wertvollen Sachen von ihr zu klauen. Das machen wir super einfach, indem wir einfach eine geheime Unsichtbarkeitspauschen trinken. 3, 2, 1 und... Kluck, 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 kluck. Und schwupps, schon bin ich unsichtbar. Jetzt schleiche ich mich einfach zu Hannah rein und klaue ihr ein paar Sachen. Oh, ich hoffe, sie merkt das nicht. Oh, wir müssen langsam machen, Leute. Schaut mal, ich bin einfach unsichtbar. Kommt schon, Leute. Oh, ich sehe sie nicht. Da, was macht sie da? Das kommt so. Oh, das ist voll schön. Meine Kisten sind endlich richtig aufgeräumt. So, und hier tue ich jetzt meinen wertvollsten Besitz rein. Wertvollsten Besitz?
Ein so. Beacon! Habt ihr das gesehen? Hanna hat einfach ein Beacon, Leute. Den werde ich mir jetzt schnappen. Okay, Leute, ich glaube, Hanna ist gerade nach oben. Das ist unsere Chance. Schnell rein ins Haus. Oh, okay, ganz leise jetzt. Wir müssen in einer ihrer Kisten. Oh, wisst ihr was, Leute? Wir nehmen die Kiste einfach gleich mit. Oh nein, Leute, guckt euch das an. Die schwebt jetzt einfach. Hä? Warum schwebt... Hä? Kisten können nicht schweben. Nichts wie weg, Leute. Schnell. Hey, warte. Meine Kiste. Oh, Leute, wir schweben einfach als eine Kiste. Upsi. Tut mir leid, Hanna. Ich bin's nicht. Keine Ahnung, warum deine Kiste fliegen kann. Oh nein, schnell, schnell weg, schnell weg. Stehen bleiben. Nein, nein, nein. Ich bin eine Kiste. Lalala. Oh nein, wir müssen was unternehmen, ich Leute. Zu Lumi. Es reicht mir. Blöde Kiste. Nein, ich bin noch gar nicht zu Hause. Das merkt sie sonst. Wir müssen was unternehmen, Leute. Plan B. Oh nein, warte, wir brauchen meinen Zauberstab. Komm schon, wo bist du? Tornado. Oh nein, Leute, wir müssen sie aufhalten. Sie will zu mir nach Hause. Das merkt sie doch. Ich bin noch gar nicht zu Hause. Na warte, das wirst du sehen. Tornado. Oh. Hä? Oh nein. Ah! Oh, Leute, der Tornado hat Hanna einfach komplett weggeweht. Oh, das ist unsere Chance jetzt. Nichts wie nach Hause. Ganz schnell. Komm schon, komm schon, komm schon. Sonst merkt sie das noch. Lumi, beeile dich. Ab nach Hause. Beeilung. Oh, das war gerade noch mal knapp, Leute. Jetzt aber ab ins Bettchen. Oh, okay. Lumi! Lumi, 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 Lumi. Oh, Hanna, es ist dunkel. Es ist spät. Wer hat dich denn veräppelt, dass du so spät zu mir kommst? Ich bin auch müde. Ich brauche auch meinen Schlaf. Was hast du denn, Hanna? Mein Beacon wurde mir geklaut. Dein Beacon? Wie das denn? Und dann kam noch ein Tornado. Ein Tornado? Und hat mich geschubst. Geschubst? Hanna, ich glaube, du hast schlecht geträumt. Vielleicht solltest du dich lieber wieder schlafen legen. Es ist schon sehr, sehr spät. Weißt du? Aber mein Beacon ist wirklich weg. Ja, dann geht dir doch einfach einen neuen Beacon besorgen, Hanna. Okay. Ich gehe dann in den Wald. Und wenn ich einen finde, kriegst du ihn auch nicht, weil du mir nicht helfen willst. Okay, wie du meinst, Hanna. Oh, Leute, sie meint, sie will in den Wald gehen. Das ist unsere perfekte Chance für den Prank Nummer 3. Ich glaube, ich weiß schon, mit welchem Tool wir das anstellen werden. Leute, wir müssen Hanna verfolgen. Sie meinte, sie will irgendwie in den Wald gehen. Aber ihr seht, es ist doch immer noch dunkel draußen. Der Mond scheint immer noch. Aber egal. Ihr wisst, ich habe dieses tolle Morphgerät und... Sie ist gerade da vorne. Leute, wisst ihr, was ich jetzt machen werde? Wartet, ich öffne mein Morphgerät. Und zack. Ihr seht, ich habe richtig große, viele Monster. Ich werde mich jetzt einfach in einen Mutanten-Zombie verwandeln. Und damit werden wir Hanna erschrecken. Wenn euch das gefällt, lasst unbedingt ein Like und ein Abo da. Mua, mua, mua. Leute, das wird der absolute Wahnsinn. Ich bin einfach ein riesengroßer Monster-Mutanten-Zombie. Ich glaube, davor wird Hanna richtig Angst bekommen, Leute. Oh mein Gott. Wir müssen Hanna jetzt nur finden. Sie ist irgendwo hier langgelaufen. Oh, wo steckt sie denn? Irgendwo hier muss sie doch sein. Ich riech sie irgendwo. Oh, da ist sie. Showtime, Leute. Oh. Ah! Hilfe! Oh! Ich bin ein Monster. Nein. Und ich werde dich essen. Oh. Du darfst nicht. Ich schmeck gar nicht. Aua. Oh Mann, das funktioniert super, Leute. Aua, Lumi, Hilfe. Nein, sie ruft mich, Leute. Oh nein, wartet, Rückzug. Lecker, lecker, ich brauche Essen. Lauf lieber weg. Lumi wird dich besiegen. Lumi, Lumi wird dich besiegen. Ich bin doch Lumi. Schnell zurückmorphen und zack, da bin ich. Und jetzt werde ich den Retter spielen, damit sie mich wieder mag, Leute. Oh, Lumi ist schon zur Rettung unterwegs. Oh, oh, oh. Hanna, was machst du denn hier draußen? Lumi, da war gerade ein riesiger Zombie. Und der wollte mich essen.
Es ist Mitternacht. Du erzählst irgendwas von Zombies. Was machst du hier draußen, Hannah? Ich wollte mir ein Beacon suchen. Ein Beacon? Ach Mann, hättest du das mal mit mir gemeinsam gemacht. Siehst du, jetzt ist hier noch irgendetwas zugestoßen. Oh Mann. Aber du wolltest nicht mitkommen. Ich hab dich doch gefragt. Vielleicht sollten wir wieder nach Hause gehen. Es ist echt spät, Hannah. Außerdem, ich glaube, die Sonne geht schon wieder auf. Wir haben eine komplette Nacht durchgemacht. Komm schon, lass uns nach Hause gehen, Hannah. Glaub mir, zu Hause wird alles wieder gut, ja? Okay. Oh, Leute, ich habe mich beeilt. Es ist wieder hell. Ich bin extra vorgelaufen. Hannah ist irgendwo noch hinten. Die Zeit müssen wir nutzen. Ich muss noch den nächsten Prank vorbereiten, Leute. Und zwar werde ich an Hannas Haus einfach Kameras platzieren, damit ich gleich sehe, wenn sie kommt. Und dann werde ich einen riesengroßen Meteoriten auf ihr Haus pfeffern lassen. Aber dafür müssen wir erstmal eine Kamera platzieren. Am besten machen wir das da oben. Ich muss da kurz rankommen. So, komm schon. Ab nach oben mit dir, Lumi. Okay, jetzt hier am besten eine Kamera platzieren. So, zack, perfekt. Und verbinden. Und jetzt kann ich hier in die Kamera gucken und sehe immer, wann Hannah zu Hause ist oder wann sie gerade nach Hause kommt. Oh, das ist der perfekte Zeitpunkt für den nächsten Prank. Es wird so super fantastisch, Leute. Lasst dafür unbedingt nochmal ein Like und ein Abo da. Okay, ich bin wieder raus aus der Kamera. Und dann würde ich sagen, bereiten wir direkt die nächste... Hannah, Mensch, du bist ja auch schon da. Warum bist du denn so vorgelaufen? Ich hab gar nicht hinterherkommen können. Ich wollte gucken, ob dein Haus sicher ist. Nicht, dass wieder eingebrochen wird und wieder irgendwie jemand ein Beacon klaut. Deswegen war ich schon zeitiger hier. Genau deswegen. Ach du Dussel, ich hab doch kein Beacon mehr. Ja, aber fast so eine... Ist auch egal, wir sehen uns später. Mach's gut. Okay, aber Lumi, warte. Ja... Bitte ruf mich jetzt nicht an. Ich bin müde. Ich habe die Nacht nicht geschlafen. Und ich muss schlafen. Okay. Wie du meinst. Danke, Lumi. Gute Nacht. Schlaf gut. Oh, das lasse ich mir nicht gefallen. Rein in die Kamera. Oh, ich höre sie durch die Kamera. Seht ihr ihr Name, Leute? Sie ist oben im Dachgeschoss. Das ist perfekt für den Prank. Denn jetzt heißt es Showtime. Und Meteoriten werden vom Himmel fallen. Oh, das wird so cool, Leute. Und bereitet euch darauf vor. Das wird der Hammer. Wir müssen uns nur ein wenig zu ihr Haus schleichen. Okay, okay, Leute. Aber bitte verratet ihr nicht, dass ich das war. Sonst wird sie richtig sauer auf mich. Oh, Leute, seid ihr bereit für den Meteoriten? Okay, Achtung. Und Meteorit kommt. Oh, oh, oh. Oh, oh. Achtung. Heiliger Bimbam. Oh, oh. Was war das denn? Oh, Leute. Ihr halbes Haus ist kaputt gegangen. Oh mein Gott, mein Dach ist kaputt. Warte mal, Hannah. Was ist denn hier so laut? Hier hat's ja richtig gedonnert. Ach du grüne Neune. Was ist denn mit deinem Dach passiert? Ich weiß es nicht. Ich hab geschlafen und dann kam ein Knall und dann wurde ich wach. Lass mich das mal anschauen. Das sieht ja echt nicht gut aus. Hast du dir schon die Hinterseite des Hauses angeschaut, Hannah? Ist da auch alles in Ordnung? Gute Idee, ich guck kurz nach. Oh, direkt nochmal. Oh, 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 oh. Oh, oh nein, Hannah. Oh nein, mein Hannah. Haus brennt. Dein Haus hat Funken gefangen. Es fängt alles an zu fackeln. Oh, oh nein. Du arme Hannah. Aber wo soll ich jetzt wohnen? Wie wär's, wenn du, da oben im Wald schlafen. Aber das sind doch Monster. Stimmt, da hast du auch wieder recht. Aber dein Haus ist hinüber. Es scheint so, als wären da irgendwie Meteoriten oder sowas eingeschlagen. Echt merkwürdig, oder? Ja, aber es ist gemein. Oh weia. Leute, was machen wir nur mit Hannah? Vielleicht wäre es gut, wenn wir den letzten Prank vollenden, Leute. Und dafür habe ich mir was Besonderes überlegt. Aber wartet ab. Hannah, ich muss jetzt auch los. Ich würde sagen, wir sehen uns heute Nachmittag. Ich muss noch für die Schule lernen. Wir sehen uns später. Okay, dann schlafe ich bei Schleimi. Schlaf bei Schleimi von mir aus. Okay, Leute. Oh, wir müssen den letzten Prank vorbereiten.
Und zwar werden wir Hannah entführen. Aber nicht als Lumi. Natürlich müssen wir unser Morphgerät nehmen. Oh, wir morphen uns am besten in ein anderes Mädchen. Weil, Leute, ich glaube, anderen Mädchen vertraut Hannah. Deshalb ist das perfekt, um sie zu pranken. Okay, und jetzt seht ihr, ich habe ein Seil. Mit dem Seil werde ich Hannah fesseln und dann werden wir sie entführen. Und irgendwo in eine Klippe runterwerfen. Haha, das wird so cool. Okay, jetzt müssen wir nur zu Schleimis Haus. Ich meine, sie meinte ja, sie ist bei Schleimi. Das werden wir uns jetzt anschauen gehen. Okay, nichts wie... Los, Leute, Hannah ist da vorne. Sie geht. Wo geht sie denn jetzt hin? Sie wollte doch bei Schleimi im Haus. Schlafen. Wer weiß. Ich würde sagen, wir verfolgen sie einfach heimlich. Leute, kommt schon, Beeilung. Oh, langsam, aber sicher. Komm schon. Was macht sie da? Wo geht sie hin? Sie läuft den Berg da hoch. Ich werde mir das anschauen gehen. Hannah, du entkommst mir nicht. Oh, ich werde dich jetzt fesseln. Und dann werden wir dich eine Klippe runterwerfen. Oh, komm schon. Sie ist irgendwo da hinten. Da. Jetzt aber nicht sie hinterher, Leute. Ich hoffe, sie wird sich mit mir anfreunden, weil ich bin ja schließlich auch ein Mädchen. Los, Lami, sei mein Freund. Ja! Du bist mein neuer bester Freund. Was zur Hölle macht sie da? Oh, was ein schönes Kamel. Oh. Das sind doch keine Kamele. Das sind Lamas. Lamas. Wer bist du eigentlich? Ich bin Hannah und das ist mein bester Freund Lami. Und wer bist du? Lami. Mein Name ist Lilly. Hast du Lust, meine Freundin zu sein? Oh ja, ich habe noch nie eine Freundin gehabt. Immer nur Freunde. Oh, siehst du, dann bin ich deine erste Freundin. Darf ich vielleicht auch mal auf dein Lami drauf? Natürlich, bitteschön. Oh, das ist ja richtig lieb von dir. Hannah! Hahaha! Du wirst jetzt mitkommen. Du bist jetzt meine Gefangene. Oh, Leute, es hat funktioniert. Ich habe Hannah einfach gefangen. Oh, wie gefällt es dir, ha? Gar nicht. Mach mich wieder los, Lilly. Nein, Leute, denn ich werde mich jetzt in eine Fledermaus verwandeln. Und jetzt heißt es abheben. Oh, Leute, wie cool. Leute, ich habe sie. Oh, ich werde von einer Fledermaus führen. Bitte, Leute, ich werde sie jetzt hier runterwerfen ins Wasser. Ich will das nicht. Und abwerfen. Oh Mann, es hat hervorragend funktioniert. So, ich glaube, sie ist untergegangen. Upsi. Und da bin ich. Eine Kiste? Wer versteckt denn hier unten mitten in einer Höhle eine Kiste? Oh Mann, wenn das irgendein dummer Streich von meinen Freunden ist, werde ich richtig sauer. Oh Mann, aber die bauen gerade bestimmt neue Diamanten ab. Ich guck da jetzt rein. Was versteckt sich hier in... Magischer Trank? Was ist denn ein magischer Trank? Wer versteckt denn sowas hier mitten in einer Höhle, Leute? Oh Mann, ich getraue mich das gar nicht. Soll ich das etwa trinken? Oh Mann, am Ende ist das giftig. Aber vielleicht ist das auch... Vielleicht bringt mir das Glück und ich finde noch mehr Diamanten. Leute, ich trinke das jetzt. Aber nur, wenn ihr innerhalb der nächsten 3 Sekunden das Video liked, okay? 3, 2, 1... Okay, ihr habt mich überredet. Ich trinke das jetzt. Und... Oh! Oh. Hä, was... Was? Es hat sich gar nichts verändert. Hä? Das ist ja voll langweilig. Ich dachte, ich habe jetzt irgendeinen Geheimtrank gefunden und habe jetzt geheime Superkräfte. Oh Mann, ich dachte, irgendwas Besonderes hat sich... Warte mal. Hä? Warte mal. Was ist denn mit mir passiert? Bin ich etwa unsichtbar, Leute? Schaut mal. Mir ist das gar nicht aufgefallen. Auch meine Hände. Das sind meine Freunde. Und warte mal, meint ihr, die sehen mich jetzt? Hä? Hallo, Braxy.
Freunde, wo ist eigentlich Lumi die ganze Zeit? Der ist voll lange da drin. Ich bin hier, hier bin ich. Vielleicht hat er ja was gefunden. Lass uns mal nachgucken gehen. Oh Mann, ich glaube, die sehen mich gar nicht. Ich glaube, ich bin wirklich unsichtbar, Leute. Oh Mann, ich fass es nicht. Leute, schaut mal, da hinten sind Dias. Die gehören mir, die gehören mir, die gehören mir. Nein, Odi. Was denn? Wir müssen erst Lumi suchen. Shadipo hat sich wehgetan. Er hat bestimmt schon 1000 Diamanten gefunden. Ich hab gar keine. Aber ich bin unsichtbar. Ich klaue jetzt die Diamanten. Oh Mann. Das führt den... Wo sind die Diamanten hin? Die sind verschwunden. Och, Hanna, ich hab's dir doch gesagt. Bestimmt hast du die genommen, während ich mich umgedreht hab. Hab nur Kohle. Oh Mann, Leute. Ich hab die voll drauf reingelegt. Die sehen mich ja nicht. Ich bin einfach unsichtbar. Oh Mann, damit werde ich denen alles zurückzahlen. Ich hab jetzt meine eigenen Diamanten. Haha, schaut mal, wollt ihr Diamanten haben? Wow. Habt ihr das gesehen? Was war da? Hier waren Diamanten und jetzt ist der Diamant weg. Veräppelt. Oh Mann, Leute, wie cool. Ich werde mir das richtig zu Nutzen machen und meine Freunde ärgern. Vielleicht kann ich die auch ausspionieren. Das werde ich auf jeden Fall machen. Aber erstmal müssen wir aus der Höhle rausfinden. Oh Mann, ich hoffe, ich finde hier ganz alleine raus. Ich meine, ich habe jetzt die Hilfe meiner Freunde nicht mehr, weil ich unsichtbar bin. Aber ich würde sagen, wir sehen uns, wenn ich aus der Höhle raus bin. Oh Mann, ich habe jetzt aus der Höhle rausgefunden. Oh, das war echt ein langer Weg. Und ich... Was macht denn Rexy vor meinem Haus? Oh Mann, Leute, ich bin ja unsichtbar. Ich beobachte den jetzt einfach heimlich. Was machst du da, Rexy? Lumi! Lumi, mach die Tür auf. Bist du überhaupt zu Hause? Nein, ich bin nicht zu Hause. Da musst du wieder zu dir gehen. Oh Mann, ich hoffe, Rexy ist jetzt nicht so frech und bricht ein bei mir. Was macht der da? Er hat eine neue Dusche und hat mir davon nichts erzählt. Die muss ich jetzt erstmal ausprobieren. Er geht einfach in mein Haus rein. Wie cool sieht die denn aus? Wartet mal. Hat er noch Diamanten hier? Der will meine Diamanten klauen. Wie unfair. Wow, er hat einen Diamant hier gelassen. Oh so. Mann, das ist... Ich dusche bei Lumi. Er benutzt einfach meine Dusche. Na warte, dem werde ich jetzt Angst einjagen. Wartet, Leute, ich mach die einfach aus. Hä? Mann, wieso ist Mann die doofe Dusche? Ha! Und wieder aus! Mann, die funktioniert ja gar nicht. Ne. Oh, Mann, reicht doch jetzt, Brexy. Zack! Hä? Wieso geht die immer wieder aus? Ja, geh lieber raus aus meinem Haus. Er geht auch noch nach oben. Was wird das denn? Hallo, reicht jetzt auch. Er hat hier auch nichts, der Blödmann. Oh, jetzt reicht's aber. Was war das? Ja. Geh lieber schnell raus aus meinem Haus. Hier spukt es in Lumis Haus. Oh Mann, Leute, wie frech. Rexy ist einfach hier eingebrochen. Oh Mann, zum Glück bin ich unsichtbar. Jetzt kann ich mal testen, wie nett meine Freunde wirklich sind. Oh Mann, hey, ich glaub's nicht, Leute. Aber ich bin auch echt müde. Ich meine, ihr seht, es ist auch schon langsam dunkel draußen. Ich glaube, ich leg mich jetzt aufs Ohr, Leute. Ich bin echt müde. Das war echt ein anstrengender Tag. Okay, Leute, ich leg mich jetzt schlafen. Bis morgen. Na? Warte mal. Was geht da draußen vor sich? Irgendwas hat sich da gerade bewegt. Ich habe irgendwas gehört. Oh nein, nicht schon wieder irgend so ein... Warte mal. Was macht Hanna bei Odi? Es ist mitten in der Nacht, Leute. Was machen die beiden da? Die besprechen irgendetwas. Was machen die? Ich muss die verfolgen. Ich meine, ich bin ja unsichtbar. Mich sieht ja sowieso niemand. Was machen die hier bei Braxys Haus? Wollen die ihn etwa pranken oder... Das muss ich mir angucken. Was geht da vor sich? Warte, ich stelle mich einfach daneben. Ich meine, ich bin ja unsichtbar. Braxy! Ja? Lass uns eine Übernachtungsparty machen. Übernachtungsparty? Ja! Wie cool! Übernachtungsparty? Ich muss schnell zurück, die wollen mich ja bestimmt auch abholen gehen. Sollen wir Lumi noch fragen, ob er mit mag? Ja. Lumi? Ja.
Also ich weiß nicht. Lumiere hat sich gestern echt doof verhalten in der Mine. Lass einfach ohne ihn machen. Okay, wenn ihr das sagt. Wartet mal, ich rufe Lumiere mal kurz an. Er will mich anrufen. Oh nein, ich muss schnell weg, sonst hört... Habt ihr das gehört? Schnell weg, geh aus, dummes Handy. Oh. Nein, die haben das Klingelgeräusch gehört, Leute. Mann. Komisch, ich hätte schwören können, hier war ein Klingelgeräusch von seinem Handy. Lasst uns jetzt schnell nach Hause, bevor er uns sieht. Kommt. Los. Warte mal, die machen eine Übernachtungsparty und das ohne mich, Leute? Ich fass es nicht. Mann, ich muss das beobachten. Am Ende machen die irgendwas Verbotenes. Mann, dann gehe ich zur Polizei und petz das alles. Was machen die? Die sind zu Hannah ins Haus gegangen. Ich muss mir das anschauen. Was machen die? Lasst uns Musik machen! Ja! Mann, die machen ohne mich Party. Das ist so unfair. Mann. Lasst uns tanzen! Ja! Yeah! Und mit den Schultern. Warum? Din. Die haben richtig Spaß. Und das machen die alles ohne mich, Leute. Das ist so gemein. Oh Mann, ich muss irgendwas unternehmen. Leute, sollen wir was Lustiges machen? Ja! Wir spielen Küssen. Warte mal. Küssen. Hanna? Nein, die wollen sich doch jetzt nicht. Warte, das geht nicht. Strom, hier, aus. Was war das? Alles ist dunkel. Ist die Tür aufgegangen. Es hat funktioniert. Ich habe alles ausgemacht. Das geht so nicht. Die wollten sich einfach küssen, die beiden. Ich fass es nicht. Nein, Leute, spukt hier. Ich muss nach Hause. Tschüss. Nein, vielleicht war es Lumi. Vielleicht hat er uns gesehen, Hannah. Oh nein. Geh nach Hause, Brixie. Ich geh nicht schnell schlafen. Vielleicht hat es Lumi gesehen. Ich habe alles gesehen. Von Anfang bis Ende. Ich bin so enttäuscht. Oh Mann, ich dachte, wir beide wären was Besonderes und dann machst du sowas. Leute, ich fass es nicht. Es ist so unfassbar gemein. Ich glaube, ich leg mich jetzt schlafen. Ich werde mir morgen was einfallen lassen. Ich werde morgen allen alles zurückzahlen. Wartet ab. Ich werde euch alle reinlegen. Oh Mann. Aufstehzeit. Leute, ich habe mir den Wecker hier extra früh gestellt. Es ist gerade 4 Uhr. Alle meine Freunde sind hoffentlich noch am Schlafen. Und ich werde mir jetzt Zeit nehmen und werde jetzt alle pranken. Oh Mann, glaub mir. Ich nehme denen das richtig übel, dass sie ohne mich eine Party gefeiert haben und was Braxy und Hannah gemacht haben. Ich glaube, ich werde auch direkt Braxy anfangen zu pranken. Oh Mann, glaub mir, Braxy, du wirst schon sehen, was du davon hast. Ich werde dir richtig Angst einjagen. Du wirst keine Nacht mehr schlafen können. Oh Mann, Leute, ich habe auch schon eine coole Idee. Ich bin ja unsichtbar. Wie cool wäre es denn, wenn ich mir jetzt einen Skelettkopf aufziehe und so in sein Haus reingehe? Dann sieht er nur den Kopf und wird sich richtig erschrecken. Okay, Braxy, ich hoffe, du bist bereit. Er schläft. Bananen, du wirst schon sehen mit deinen Bananen. Braxy, Aufstehzeit. Aufstehen. Was ist denn das hier? Renn ja weg. Das Skelett wird dich heimsuchen. Ja, renn bloß weg. Renn um dein Leben, Braxy. Leute, das hat gut funktioniert. Ich habe ihn richtig doll Angst eingejagt. Oh Mann, das war eine coole Idee. Wenn ihr das auch so seht und ihr auch noch coole Prank-Ideen habt, schreibt sie jetzt alle in die Kommentare rein, Leute. Und ansonsten vergesst auch nicht, für diesen coolen Prank den Kanal zu abonnieren. Das haben richtig viele nicht abonniert. Also abonniert jetzt. Okay, aber ich setze das erstmal wieder ab. Weil ich glaube, Odi müssen wir auch noch pranken, weil er hat Braxy und Hannah dazu angestiftet, dass sie sich küssen sollen. Das wirst du wiederbekommen, Odi. Zum Glück bin ich unsichtbar, Leute. Ich hoffe, Odi... Odi schläft auch noch. Perfekt. Okay. Bananenbrotmischling. Von was träumt Odi denn da? Er ist auch ein richtiger Träumer. Warte mal, wie kann ich Odi am besten... sein Radio. Das ist eine coole Idee. Ich werde einfach sein Radio anmachen. Toastkäse-Sandwich. Warum ist mein Radio an?
Ja, mach's doch aus, Udi, hä? Was ist das denn für ein blödes Teil? Oh, blödes Radio. Ich geh jetzt weiter schlafen. Oh, er legt sich einfach wieder ins Bett. Das lasse ich mir nicht gefallen. Ich werd's einfach wieder anmachen, ha! Oh, Mann, ist das blöde Radio. Aufstehen, Udi, haha! Steh auf! So ein blödes Radio. Jetzt ruhig, du doofes Radio. Oh, nö. Da, wo sein Radio kaputt gemacht. Aber Mann, Leute, er hat noch keine so große Angst bekommen. Vielleicht sollte ich seine Fackeln auspusten. Wer hat meine Fackel ausgepustet? Wie ist das ausgegangen? Ha, Udi, du wirst schon sehen. Alle Fackeln aus. Oh, komm schon, alles aus. Wie passiert das? Oh mein Gott. Hallo, ist hier jemand? Mama, ich schwör, ich hatte letzten Monat keine 6 im Zeugnis. Oh nein. Ja, renn bloß weg und lass dich ja nie wieder blicken, Udi, nach all dem, was du gemacht hast. Oh Leute, perfekt. Udi haben wir auch verjagt. Er hat auch richtig Angst bekommen. Okay, jetzt fehlt eigentlich nur noch Hanna. Hanna müssen wir auch noch Angst einjagen. Okay. Wie kann ich Hanna am besten pranken? Ich glaube, ich werde einfach ihr gesamtes Haus unter Wasser setzen. Ich werde alles fluten. Oh Mann, sie wird schon sehen, was sie davon hat. Ich schleich mich jetzt einfach ins Haus rein. Und jetzt werd ich alles unter Wasser setzen. Dafür, dass du mit Braxy eigentlich... Aber ich kann das nicht. Doch, sie war gemein zu mir. Ich werde jetzt alles unter Wasser. Oder... Oh Mann, ich weiß es doch nicht. Soll ich das wirklich machen? Ich mag sie doch eigentlich. Oh Mann, sie schläft so schön. Mann, Leute, ich weiß nicht. Ich kann mich nicht entscheiden. Soll ich ihr das Wasser über den Kopf schütten oder... Hanna! Was macht Braxy denn hier? Hanna... Oh, wie süß sie schläft. Ich lege ihr mal einen Diamanten hier in die Ecke hin. So, und meine Liebesbotschaft muss sie noch lesen. Liebesbotschaft? Was denn für eine Liebesbotschaft? Ich dachte, wir sind... Oh Mann, Braxy, du Fiesling. Er weiß ganz genau, dass Hanna meine Freundin ist. Er versucht, sie mir auszuspannen. Und das lege ich dir hier hin. So. Oh, schlaf gut, Prinzessin. Nein. Gar nichts wird sie lesen. Du Fiesling. Oh, na warte, sie wird das alles gar nicht lesen. Ich habe das jetzt eingesammelt. Sie darf das auf keinen Fall sehen. Ich meine, Hanna ist doch meine Prinzessin. Oh Mann. Und ich weiß auch nicht, ich will eigentlich nicht mehr unsichtbar sein. Oh, Hanna. Oh Mann. Vielleicht... das wollte ich... Hanna? Hallo? Warte, was passiert? Warte. Lumi? Warum? Wo warst du? Warte, du kannst mich sehen? Natürlich, was ist das denn für eine Frage? Warum soll ich dich denn nicht sehen können? Ich war... Eigentlich hat man... Warte, warum habe ich mich verwandelt? Doch nicht etwa, weil ich dich... Hä? Was ist das für ein Buch? Das ist ja aus der Schublade gefallen. Ich hatte das nur wieder aufgesammelt, damit das hier nicht rumliegt. Dann gib mir das bitte wieder, damit ich das wieder in den Schrank tun kann. Was? Hanna, ich liebe dich so sehr. Du und ich für... Du weißt doch, ich liebe, da steht hinten drauf, Herr der Ringe. Das ist mein Lieblingsbuch. Darf ich mir das ausleihen? Ich bringe es dir bald zurück, Hanna. Okay. Nein! Was ist denn... Wo warst du denn die ganze Zeit? Leute, man soll immer ehrlich sein. Ich war unsichtbar. Und ich... Du warst unsichtbar? Ja, und ich hab alles gesehen. Eure geheime Übernachtungsparty, wo ich nicht dabei sein durfte. Und du, Braxy, ich hab das alles gesehen.
Jetzt ist es raus. Ich dachte, wir beide sind Freunde. Das war doch nur ein Spiel. Tut mir leid. Es war kein Spiel. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Lumi! Was willst du? Nicht gehen. Ich hab dich vor lang nicht gesehen. Ja, aber ich war... Und du musst mir auch alles erzählen, wie du unsichtbar geworden bist. Ja, also ich hab ein paar Sachen gemacht, die waren vielleicht nicht ganz so nett, aber... Ich hab eine Idee, Lumi. Ich glaube, ich gehe nach Hause. Das war... Lumi, stopp. Was willst du, Hannah? Folgende Idee. Wir gehen uns jetzt beide umziehen und gehen ins Schwimmbad. Und da kannst du mir dann alles erzählen über dein unsichtbares Abenteuer. Ins Schwimmbad? Ich liebe... Oh, das ist cool. Ich gehe mich direkt umziehen. Ich liebe baden gehen. Okay, bis später, Hannah. Bis später. Oh Mann, Leute, ich werde Hannah alles erzählen. Aber ihr dürft ihr das nicht verraten mit dem Buch von Braxy. Sonst wird sie bestimmt sauer sein. Mann, Leute, ihr müsst das für euch behalten. Oh Mann, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst unbedingt ein Like da und abonniert den Kanal. Und ansonsten checkt natürlich gerne meine Freunde in der Beschreibung ab. Und bevor ihr geht, müsst ihr rechts noch auf das Video draufdrücken. Das ist echt cool, Leute. Also, drückt da drauf und schaut's euch an. Macht's gut!